Servus, wir sind Nina und Tom und wir stellen dir in diesem Video eine der beliebtesten Urlaubsregionen in Kroatien vor, nämlich Istrien. Ja, dort erwarten dich 2400 Sonnenstunden im Jahr und eine 240 Kilometer lange Küste voller Altstädte, Kieselstränden und schönen Küstenabschnitten. Gleich erfährst du mehr über das Amphitheater in Pula, den Brjunje Nationalpark oder den Lindsey-Kanal. Deshalb viel Spaß mit diesem Video. Wenn man Istrien auf der Karte betrachtet, dann stellt man fest, dass die Fläche einem Dreieck ähnelt und tatsächlich ist Istrien auch eine Halbinsel, die man auch super mit dem Auto erreichen kann. Zum Beispiel fährt man ab München nur 6,5 Stunden. Um alle Sehenswürdigkeiten, die wir euch jetzt gleich vorstellen, zu erkunden, solltet ihr ungefähr so eine Woche einplanen. Ja, wenn ihr eine Rundreise auf Istrien oder sogar durch ganz Kroatien plant, dann schaut gerne mal in unserem YouTube-Video über die Top-Sehenswürdigkeiten in Kroatien vorbei oder auf unserem Blog. Dort findest du eine Route für eine Woche Istrien oder auch zwei oder drei Wochen für komplett Kroatien und viele Blogartikel mehr. Wir haben dir alle Artikel unten in der Beschreibung verlinkt. Wir starten gleich mit Pula, der größten Stadt auf Istrien, beziehungsweise dem Highlight dort, dem Amphitheater. Das haben nämlich die Römer errichtet und dort hatten früher 23.000 Leute Platz. Auch heute stehen die Außenmauern noch sehr gut. Man kann es auch von außen super erkennen. Wir würden euch aber empfehlen, auch in das Amphitheater reinzugehen. Dann bekommt ihr nämlich einen Audioguide und erfahrt mehr über die früheren Gladiatoren oder Tierkämpfe. Ansonsten hat Pula eine ganz schöne Altstadt. Auf einem Hügel gibt es auch nochmal eine Festung. Von dort aus habt ihr einen wunderschönen Blick über die Stadt. Ansonsten hat Pula jetzt aber keine schönen Strände zu bieten, denn dort ist ein großer Industriehafen. Ja, die schönen Strände, die Tom gerade angesprochen hat, die findet ihr zum Beispiel beim Kap Kamenjak. Das ist die südlichste Spitze Istriens. Das ist ein Naturpark, der auch sehr naturbelassen ist. Das heißt, es gibt dort keine Hotels und auch keine großartigen Restaurants oder Orte. Es gibt dort auch tatsächlich nur Offroad-Straßen. Am Anfang muss man bei so einem kleinen Kassenhäuschen ein paar Euro Eintritt bezahlen, aber das lohnt sich auf jeden Fall, denn die Strände sind, wie gesagt, sehr naturbelassen. Wenn man dann noch ein bisschen weiter wandert vom Parkplatz aus, findet man ab und zu sogar eine einsame Bucht. Wir können euch zum Beispiel den Franina-Strand empfehlen und auf jeden Fall auch die Safari-Bar. Die befindet sich wirklich ganz an der Spitze und ist eine der wenigen Bars, die es dort gibt und sehr speziell. Das Dach ist nämlich wirklich sehr bewachsen. Es ist eine Art Labyrinth in so Bambuswäldern, also wirklich ziemlich crazy. Und dort habt ihr auch zum Sonnenuntergang wirklich schönen Blick aufs Meer. Ja, und ganz in der Nähe gibt es auch Klippen zum Klippenspringen. Genau. Der Brjunje-Nationalpark befindet sich auch ganz in der Nähe von Pula. Dabei handelt es sich um mehrere kleine Inseln, die etwas vorgelagert sind. Man erreicht also den Nationalpark nur mit der Fähre und kann auch nur die größte Insel besichtigen. Dort angekommen kann man dann entweder mit dem Fahrrad, die man sich ausleihen kann, oder einem Golfcaddy oder auch einer Bummelbahn einmal um die große Insel rumfahren und die verschiedenen Highlights dort bestaunen. Es gibt nämlich einiges Geschichte zu erleben auf der Insel. Zum Beispiel waren dort auch schon die Römer, also man kann verschiedene Ruinen der Römer angucken. Oder auch ganz witzig, der ehemalige Präsident Tito von Jugoslawien hat dort einen kleinen Safari-Zoo angerichtet. Also es gibt dort jetzt auch noch Elefanten und auch noch ein paar Zebras, quasi so als Überbleibsel. Das ist auch ein bisschen kurios und ganz schön. Ansonsten gibt es noch viele schöne Buchten, die man ebenfalls eben erkunden kann. Man muss aber auch dazu sagen, der Brjunje-Nationalpark ist mit 200 Kuna Eintritt, quasi nicht ganz günstig und auch vor Ort, da muss man nochmal 50 Kuna pro Stunde fürs Fahrrad zahlen. Der Golfcaddy kostet nochmal deutlich mehr. Also wer aufs Budget schauen muss, kann den Brjunje-Nationalpark auch weglassen. Ansonsten ist es ein ganz schöner Tagesausflug. Rovinj ist unserer Meinung nach wirklich die schönste Altstadt auf Istrien. Es ist tatsächlich so eine Bilderbuch-Altstadt. Schon von Weitem sieht man die bunten alten Häuser und ganz oben auf so einem Hügel thront die Kirche Euphemia. Man kann, wenn man durch die engen Altstadtgassen spaziert, auch zur Kirche hochgehen und hat dann nochmal einen schönen Ausblick auf den Hafen. Auch abends ist die Altstadt wunderschön beleuchtet und es gibt da ein paar Souvenirshops und Cafés. Also man kann sich in diesem Gassenlabyrinth auch wirklich einfach verlieren. Man muss aber auch dazu sagen, dass Rovinj
Böhmen jetzt sehr bekannt ist und auch teilweise sehr überlaufen ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich dort eine Unterkunft in der Umgebung zu suchen, denn es gibt auch ein paar schöne Strände dort. Noch ein kleiner Ausflugstipp für Rouen für den Sonnenuntergang. Es gibt dort nämlich täglich Delfin-Watching-Touren und die Delfine sind eigentlich auch jeden Tag wirklich da. Sie geben einem sogar das Geld zurück, also der Tourenanbieter, wenn man keine Delfine sehen sollte. Also das war wirklich ein sehr schöner Sonnenuntergangsausflug. Ein schönes Ausflugsziel ab Rouen ist zum Beispiel der Limskey-Kanal. Das ist ein 10 Kilometer langer Meeresarm und der ist wirklich schön bewachsen. Man kann den mit dem Auto erkunden, da gibt es dann verschiedene Aussichtspunkte, wo man einen schönen Ausblick hat oder natürlich auch vom Wasser aus. Es gibt diverse Bootsanbieter von Rouen aus, die den Limskey-Kanal erkunden oder man mietet sich einfach selbst ein Boot. Ganz kurios ist auch noch, dass es dort eine Piratenhöhle gibt und da ist jetzt eine Piratenbar oder da haben sie eine Piratenbar reingebaut. Die kann man entweder zu Fuß oder mit dem Boot erreichen. Wir hoffen, unser Video hilft euch bei der Urlaubsplanung. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und unseren Kanal auch abonniert, dann verpasst ihr auch zukünftig kein Video mehr von uns. Die Ortschaft Porridge ist einer der beliebtesten Ausgangspunkte für einen Badeurlaub in Istrien, denn es gibt dort in der Nähe ganz viele verschiedene Kieselstrände, aber auch die Altstadt ist sehr sehenswert. Das Highlight ist auf jeden Fall die Euphrasia-Basilika, die man besichtigen kann. Die ist UNESCO-Weltkulturerbe und hat einen Haufen Geschichtsfakten zu bieten. Ansonsten kann man in der Altstadt auch wunderschön shoppen, sich ein Eis gönnen oder einfach an der Hafenpromenade entlang spazieren. Istrien ist ein riesiges Karstgebiet und das heißt, dass es dort richtig viele Höhlen auch gibt. Eine der bekanntesten Tropfsteinhöhlen ist Baredine, die sich ganz in der Nähe von Porridge befindet. Da könnt ihr mit einer 45-minütigen Führung die Höhle erkunden und seht ganz viele Stalaktiten und Stalagmiten und auch so Fächer. Also das sieht richtig cool aus und spektakulär. Es wartet sogar auch ein sogenannter Grottenolm auf euch. Das ist ein 20 bis 25 Meter, Zentimeter langer Lurch. Packt euch im Sommer aber auf alle Fälle auch eine Weste ein, denn in der Tropfsteinhöhle hat es immer 14 Grad. Mortovun ist ein Dorf, das sich im Landesinneren von Istrien befindet und das Landesinnere unterscheidet sich stark von der Küste. Das ist nämlich eher dünn besiedelt und wird überwiegend für Wein- und Olivenanbau benutzt. Und Mortovun ist wirklich so ein Bilderbuchdorf auf einem kleinen Hügel. Es hat uns ein bisschen so an die Toskana erinnert. Ja, und wenn ihr dorthin fahrt, haltet auf jeden Fall schon bei der Anfahrt Ausschau nach einem Aussichtspunkt. Wenn ihr dann dort seid, könnt ihr einmal durch die engen Gassen in der Altstadt schlendern. Es gibt dort ein paar coole Souvenirshops, bei denen ihr Trüffel kaufen könnt und unzählige Trüffelprodukte. Denn in der Umgebung von Mortovun wird eben Trüffel gefunden und deshalb wird es da überall auch verkauft und angeboten. Ihr könnt auch auf der Stadtmauer laufen und den Stadtturm besichtigen. Dort habt ihr nämlich nochmal eine wunderschöne Aussicht auf die Landschaft und die Hügel in der Umgebung. Kleiner Hum. Hum ist tatsächlich die kleinste Stadt der Welt. Dort leben nur 30 Personen. Also außer ein paar Gässchen und einer kleinen Kirche könnt ihr dort eigentlich nichts sehen. Ihr werdet dort wahrscheinlich aber auch mehr Touristen wie Einwohner treffen. Da es aber die kleinste Stadt der Welt ist, ist es natürlich auch eine Attraktion. Im Herzen Istriens befindet sich die Ortschaft Pasin. Die ist vor allem bekannt aufgrund des Canyons, der sich dort befindet. Die Häuser in der Altstadt wurden also direkt an die Schlucht gebaut und gegenüberliegend ist der Startpunkt eines Ziplining-Abenteuers. Da kann man sich dann einmal über die Schlucht gleiten lassen. Sogar zweimal. Genau, oder mehrmals eben mit so einer Zipline. Und wer noch mehr Action möchte, der kann da zum Beispiel auch eine Höhlentour buchen. Dort wandert man dann auch in die Schlucht hinein, in eine Höhle. Und auch in der Höhle befinden sich dann nochmal zwei Ziplines. Das waren jetzt unsere Top 10 für Istrien. Wenn ihr noch mehr Infos zu den Orten sucht oder auch noch mehr Sehenswürdigkeiten auf Istrien, dann findet ihr die in unserem Blogartikel, den wir euch unten verlinkt haben. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt uns das doch bitte, indem ihr unseren Daumen nach oben da lasst und abonniert auch gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr künftig keine Videos mehr. Und hier findet ihr noch mehr Kroatien-Tipps. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.